So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute wieder mit einem ganz spannenden Gast, von dem ich gelesen habe, dass sein E-Commerce-Portfolio insgesamt in 2022 ein Umsatzvolumen von mehr als 450 Millionen Euro erreicht hat. Grund genug, da mal nachzufragen in Form eines Podcasts und über seinen eigenen Weg zu sprechen. Herzlich willkommen, Sebastian. Und Nachname ist nicht ganz so einfach. Czarlinski. Richtig. Ja, cool. Siehst du, erstes Erfolgserlebnis des Tages um 15:03 Uhr bei mir. Nee, Spaß beiseite. Schön, dass du da bist. Was genau bedeutet Umsatzvolumen 450 Millionen Euro im gesamten E-Commerce-Portfolio? Vielleicht fangen wir da mal an. Genau, erstmal danke dir für die Einladung und das Intro. Wie gesagt, Erfolgserlebnis hast du auf jeden Fall schon mal abgehakt hier. Ja, wir sind ein Wachstumspartner für E-Commerce Brands. Wir helfen ihm im Prinzip bei dem strukturierten Wachstum, dem Inhouse-Teamaufbau und allem, was so dazugehört, die Firma wirklich solide zu machen. Und dabei sind wir keine klassische Agentur oder so, die jetzt einfach irgendwie Budgets verwaltet und dann irgendwie Ende des Tages Rechnung stellt, sondern wir sind dafür ausgewählte Brands Wachstumspartner. Da gibt es ein paar mehr Brands, die dann dazu zählen. Und der Gesamtumsatz dieser Partner war letztes Jahr 450 Millionen, was super ist, weil das Jahr davor waren es nur 300. So, das heißt, wir haben eine sehr schöne Steigerung jetzt hingelegt, die letzten 2 Jahre. Und sind natürlich nicht meine ganzen Brands, aber es sind die Brands, an denen wir jetzt mitwirken dürfen, in einer sehr engen Partnerschaft. So, das heißt, marketingtechnisch darf man ja immer mal so ein bisschen nach draußen gehen und das war ein ganz schöner Claim, weil wir die Umsätze halt verifiziert mitbewirkt haben quasi. Das ist so ein bisschen die Intro dafür. Und wie siehst du jetzt nochmal genau den Unterschied zwischen einer Agentur und euch? Genau. Eine normale Agentur wird halt einfach für Dienstleistung X bezahlt. So, die wird definiert und dann wird die durchgerockt und dann wird es halt monatlich abgerechnet. So, was bei uns und dann halt sehr linear für eine Dienstleistung. Was bei uns halt so das Ding ist, ist, dass es nicht die Dienstleistung gibt, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, sondern wir sind im Prinzip wie eine externe CMO-Abteilung, die du dir vorstellen kannst, die mit reinkommt und je nachdem, wie der Bedarf der Firma ist, shiftet das, was wir mit der Brand machen, schon sehr. So, das heißt, bei manchen ist es das Marketing, bei manchen ist es der Teamaufbau, bei manchen ist es alles, was mit dem Backend zu tun hat, der Prozessoptimierung, der Lagerlogistik dahinter. So, das heißt, die Art und Weise, wie wir mit den Brands arbeiten, ist halt höchst individuell. Und um das zu machen, haben wir halt wie ein kleiner Mini-VC-Fund ein All-Stars-Team quasi, Leute, die das wirklich abdecken können. Und wir geben in diese Partnerschaften die Manpower von uns quasi wie ein Body-Leasing mit rein. Und sehen halt zu, diese Ressourcen in-house zu schließen und langfristig auch in-house abzubilden. So, das heißt, Ziel ist es, in der Partnerschaft sich irgendwann selbst überflüssig zu machen. Und wie war dein persönlicher Weg dorthin? Also, woher hast du dieses Know-how, derartige Dienstleistungen überhaupt mit deinem Team anbieten zu können? Ist eine ziemlich gute Frage, weil man den Kontext auf jeden Fall verstehen muss, wie wir da hingekommen sind. Also, ich habe von 20, muss mal kurz zurück überlegen. Genau, ich habe 2013 mit dem Studium angefangen. Ich habe in Bremen Jura studiert und habe dann dieses klassische Kellnern, um sich das Studium zu finanzieren, Ding halt nicht machen wollen. So, weil dafür kann ich irgendwie nicht lange genug auf Knopfdruck lächeln. So, da hätte es deutlich weniger Trinkgeld gegeben, als man hätte rausholen können. So, das heißt, ich habe geguckt, was kann man online machen. Damals war Suchmaschinenoptimierung, SEO noch wirklich heiß. So, also meiner Auffassung nach ist es immer noch heiß jetzt, aber damals war das so die Goldgräberstimmung dort auf jeden Fall. Und da dachte ich mir, das ist ja cool. Dann hat man so ein bisschen eigene Blogs aufgezogen, Vergleichsseiten, hat die SEO-mäßig optimiert und konnte dann halt am Ende des Tages ein bisschen Affiliate-Provision im Prinzip auf die Blogs verdienen. Und als ich das erste Mal hatte und die ersten Auszahlungschecks von irgendwie Clickbank aus den USA oder sowas kamen auf einen nicht gebrandetes PayPal-Konto, wo es noch keine Firma dazu gab. Da war ich dann gehuckt und dachte mir, okay, Online-Geld verdienen ist ja mega. Und das Ziel war eigentlich erstmal so 1000 Euro nebenbei zu verdienen, weil in meiner Rechnung ist man dann ja schon viel besser aufgestellt als alle anderen. So, und das war so die erste Motivation. Und ich habe das SEO-Thema recht lange gemacht, so bis 2017. Dann auch mal ein, zwei Blogs verkaufen können und so an ein paar Projekten und so zusammengearbeitet. Und dann habe ich irgendwann von dem damalig größten Bodybuilding- und Kraftsportforum, was es so gab, Team Andro hieß das damals, die SEO-Redaktion übernommen. So. Das heißt, die hatten so ein paar Freelancer und so, die einen Artikel geschrieben haben. Und dann hab ich auch als normaler Freelancer dort angefangen und dann halt immer mehr ja, Arbeit dort reingesteckt, bis dann halt die Redaktion sehr cool aufgestellt war. Und dann war eigentlich schon so der Faktor, wo Pay Social losging. Also normal Ads, Facebook. Facebook war da gerade richtig hot. So, und
da man sich ja nicht überflüssig machen möchte oder ersetzt werden möchte, dachte ich, man muss ich jetzt auch lernen. So, dann ging es dann damit los. Das heißt, ich habe an dem Kunden dort gelernt und habe dann 2017 eine Partnerschaft mit einem damaligen Fitness-Influencer eingegangen, der super Reichweite hatte, hat total viel Sinn gemacht. Man kannte sich so über die Bodybuilding-Kraftsport-Vergangenheit dort. Und dort habe ich dann einfach sein Marketing übernommen als Geschäftspartner. Weil ich so gesagt habe, ey, du bist das Gesicht, ich kann die ganzen anderen Sachen, lass uns da doch mal partnern. Und dann haben wir fast 3 Jahre lang echt so die deutsche Fitnessszene so mitbestimmt, muss man sagen. So. Also was die Infoprodukte anging, Kochbücher, Trainingspläne, Ernährungspläne, später auch Supplements, haben wir alles gelauncht, auch sehr gut betreut, da dann auch die entsprechenden Mitarbeiter reingeholt. Und als dann Corona losging, dachte ich mir, wow, das ist ein ganz schöner Schlag auf die Fitnessszene. So, Fitnessstudios machen dicht. Große Angststimmung auf jeden Fall, weil die meisten Studios und so ja auch nicht wirklich die Cashflow ausspuckenden Unternehmen und sowas sind. Da gingen sehr viele Leute baden. Und da dachte ich mir, scheiße, das ist ja ein riesiges Klumpenrisiko hier. Alles im Fitness, alle Karten auf Fitness, das ist ja fahrlässig, so, das so zu haben. Wir Max im Portfolio, Klumpenrisiko darfst du nicht haben. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe da raus, habe dann im Prinzip meine Beteiligung an der Firma, an den Fonds zurückverkauft, habe mich auszahlen lassen, hatte dann Kapital. Dachte mir, was mache ich denn jetzt? Und habe dann eigentlich wie ein glorifizierter Freelancer erstmal Marketingdienstleistungen für andere Brands angeboten, die idealerweise auch nicht im Fitnessbereich waren, das war mir dann ganz wichtig. Und daraus ist dann sind die Grundzüge einer normalen Agenturgeschäfts entstanden. Wir sind dann auch auf recht schöne Kundenanzahl und sowas hochgegangen und da war auch Corona-Boom und so. Das war alles sehr gnädig tatsächlich, weil Online ja groß im Kommen war. Und dann gab es ja diesen Agentur-Burnout bei mir, wo ich so gesehen habe, oh, so viele Kunden, so viele anderweitige Dienstleistungen, du stehst am Morgen schon auf und hast dann unzufriedene Kunden, der dir eine WhatsApp schreibt und so. Und das hat mir den ganzen Tag ruiniert. Und da dachte ich, boah, das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft hier. Und dann haben wir 80% der Kunden gehen lassen, haben uns so auf die 20% der Kunden konzentriert, die wirklich geil waren und mit denen dann halt eine Partnerschaft eingegangen, dass wir halt einfach viel mehr liefern wollten als dieses typische Agenturgeschäft, weil wir halt gesehen haben, dass wir zwar eine Sache vorantreiben können, aber die ganzen anderen Stuhlbeine, die dafür auch notwendig sind, dann auch immer sehr stark kippeln, wenn man halt die nicht abdeckt. So. Und dann haben wir das erstmal in einer nicht skalierfähigen Art und Weise gemacht, also komplett manuelle Arbeit, in jedem Kunden spezifisch, keine Systeme, keine Prozesse, kein gar nichts. Und dadurch ist die Routine reingekommen, wir sind immer besser geworden in den Prozessen, haben immer mehr identifiziert, was wir auch für Mitarbeiter brauchen, um diese Sachen abzudecken. Und the rest waren dann die letzten 2 Jahre, dass wir genau dieses Modell immer und immer mehr durchgerockt haben. Und mittlerweile so wirklich ein paar der schönsten Direct-to-Consumer-E-Commerce-Brands zu unseren Kunden zählen, wo ich richtig stolz drauf bin. Also es klingt jetzt gerade richtig, als wäre es richtig schnell passiert, aber irgendwie war der Runway dann doch ein bisschen länger. Und wer sind so schöne Brands? Kannst du ein paar nennen? Klar, also so unser Hero Case ist zum Beispiel Falkenthal. Die Falkenthal machen Fahrradrucksäcke. Also Fahrradrucksäcke im Sinne von Gepäckträger, da packst du einen Rucksack dran und dann kannst du den dann auch noch oben sich tragen. Die haben wir uns angefangen, da haben die so 15.000, 20.000 Euro im Monat gemacht, knapp 200.000 jährlich so. Und jetzt letztes Jahr mehrfach achtstellig. Und wir haben den ganzen Weg zum Glück begleiten können und mit den Foundern gut befreundet. So. Die Fitnessmarke, die ich ja selbst gewachsen gebracht hatte, das war Road to Glory und BAM Supplements, so, die kennt man vielleicht auch noch. Jetzt gerade Kunden wie Ola Kala, die Klamottenmarke, Prep My Meal, die machen so Food Prep und so. Wen haben wir noch? The A3B ist ebenfalls eine Kleidungsmarke. Mit Naturtreu Supplements haben wir zusammengearbeitet, die sind auch riesig. Rest fällt mir gerade gar nicht so präsent ein, wenn man danach gefragt wird, aber es waren so ein paar. Das ist gut. Und sag mal, jetzt dein Weg nochmal. Also, hast dann erstmal angefangen, im Grunde Freelancer, Zeit gegen Geld. Dann hast du schon beschrieben, dann ging das mit Mitarbeitern, klassische Agenturdienstleistungen. Dann hast du von, wie hast du es genannt, glaube ich, Agentur, Burnout, ja. Genau, Und ja. dann warst du an dem Punkt. Was sind so deine wichtigsten Learnings in diesen unterschiedlichen selbstständigen, unternehmerischen Etappen? Also erstmal alles selbst, alles irgendwie mit Mitarbeitern, Ja. aber ohne System, dann immer in systematischer. Also was sind so deine wichtigsten Learnings dort?
Ja, also ich bin eigentlich immer auf die Fresse geflogen, wenn ich davon abgewichen bin, dem Saying zu folgen, Founder does it first. So, also ich bin der kompletten Überzeugung, wenn du irgendwas auslagerst, solltest du es vorher selbst gemacht haben und selbst gut gemacht haben. So, das heißt, alle Fehlentscheidungen, die jetzt Mitarbeiter mit Prozessen zu tun gehabt haben oder mit irgendwelchen anderen Sachen, sind darauf zurückzuführen, dass ich mich selbst für zu schlau gehalten habe und gedacht habe, ich kann eine Kurve überspringen. So, das heißt, das war immer und immer wieder so der Faktor. So, das heißt, eine Sache selbst wirklich meistern und zwar so doll meistern, bis man sie wirklich prozessieren kann und dann Leuten beizubringen, ist eines der größten Learnings da auf jeden Fall gewesen. Denn wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Chaot, ich bringe jemanden rein, damit ich weniger Chaot sein kann, das funktioniert nicht. So, das heißt, man muss da schon übergabefähig prozessiert haben, damit in jemand reinkommen kann. Aber viel wichtiger fand ich eigentlich für mich, dass ich aus diesem hektischen, nervösen, ich muss unbedingt Geld machen, Ding rausgekommen bin. Weil wenn man so als Freelancer Zeit gegen Geld tauscht und dann auch kein Kapital hat, so wirklich. Also ich habe so ein Liquiditätsevent gehabt, als ich bei der Fitnessfirma rausgegangen bin, aber davor halt nicht. Also, da nimmst du halt Sachen an, die du nicht annehmen solltest. So, weil das entweder keine guten Kunden sind, weil die Dienstleistung nicht ganz passt, weil du schon merkst, das ist ein Autounfall mit Ankündigung. So, das heißt, du musst eigentlich ziemlich schnell zusehen, erstmal so eine bestimmte Grundsicherung für dich aufzubauen, damit du auch mal wirklich aus der Stärke heraus wirklich gute Entscheidungen treffen kannst. Das war bei mir ein total wichtiger Faktor, erstmal den Grundstock an Kapital zu bekommen und dann auch langfristige Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, das war so die zweite Phase. Und danach ging es eigentlich eher darum, zu überlegen, irgendeine Sache musst du ja für den Rest deines Lebens machen. So, das heißt, dieser Traum, ich gebe 2 Jahre Gas und bin für immer durch, der ist ja total irrelevant. So, weil 40 Jahre am Strand liegen kannst du auch nicht. So. Und selbst die Leute, die das machen, die sind, weiß nicht, irgendwie sind die auch nicht glücklich, habe ich das Gefühl. So, das heißt, irgendwas musst du machen, das heißt, dann mach doch wenigstens eine Sache richtig gut, das musste ich so verstehen. Und dazu gehörte dann, dass ich bewusst halt in die Richtung gehe, die mir Spaß gemacht hat, und zwar nicht mehr dieses klassische Agenturgeschäft zu machen. Weil es ist ein People's Game. Ich mag das nicht, 50 Leute zu führen. So, das weiß nicht, das liegt mir nicht, möchte ich nicht, habe ich keinen Spaß dran. So, ich bin auch kein Leader, ich stehe auch nicht vorne, ich klopfe nicht auf die Brust, mache vor für Wall Street. So, das ist nicht meins. So, das heißt, ich musste überlegen, was ist denn das, was mir Spaß macht? Und das, was ich richtig cool fand, war halt in wenig geilen Kunden halt so richtig Gas geben zu können und mit denen lange zu arbeiten. So, und diese Erkenntnis war halt total notwendig, damit ich danach halt die Unternehmensstruktur so aufbauen konnte, das zu erlauben. So, das heißt, sich selbst, indem man halt alles macht und alles miterlebt, selbst eingestehen, was einem nicht liegt und was einem liegt, um dann halt wirklich da all in zu gehen, in der Hoffnung, dass man noch ein bisschen längerfristiger was davon hat. So, das heißt, das war bei mir ein total wichtiger Faktor, muss ich sagen. Spannende Entwicklung und spannender Prozess auch. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen, gerade in so einer, in der heutigen Social Media Welt, wo dir ja immer suggeriert wird, alle anderen sind ganz erfolgreich und ganz glücklich und du siehst halt auch immer nur diesen Teilausschnitt des glücklichen Lebens, und dann guckst du selbst auf dein Leben und hast vielleicht noch nicht so wirklich das gefunden, wofür du brennst. Und ich glaube, du hast schon so ein paar Punkte angesprochen. Wenn man dann auch nicht so der klassische, wenn man jetzt Limbic Types nimmt, der Performer ist, ja, der irgendwie vorne steht, ja, wie du sagst, sich da auf die Brust klopft und der klassische Leader ist, ja. Und weiß aber selber nicht so, was einem will. Kannst du da einen Tipp geben? Wie findet man sowas am besten raus? Also ich denke, dass man halt, also es ist halt ein großer Wachstumsprozess, den man machen muss, weil die Komfortzone ist ja nicht gleich das, was dir liegt oder nicht liegt. So, sondern die Komfortzone schränkt dich ja einfach ein, um deine alte Identität zu beschützen. So, ich denke, du musst halt oft genug aus der Komfortzone rauskommen und auch mal Sachen machen, wo du jetzt irgendwie dich nicht so gut bei fühlst, um dann ehrlich mit dir zu sein und zu erkennen, ob dir das Spaß macht oder nicht. Und oftmals ist es halt so, dass wir uns einfach irgendwelche Labels auflegen, so weil wir sagen, ich bin halt so, ich kann halt das nicht, ich bin halt da irgendwie gut oder schlecht. Das sind einfach Sachen, um uns selbst in eine eigene Schublade zu stecken und dann irgendwie die Komfortzone zu behalten. Ne? Ich denke, man sollte wirklich viel versuchen. Man sollte auch sich erlauben zu failen und dann halt versuchen, eine objektive Betrachtung auf den Fehler zu erlauben. So, das heißt, so ein bisschen aus der Ego-Perspektive rauszugehen und ein bisschen in diese Third-Player-Perspektive zu gehen, wie man irgendwie in Videospielen hat, weißt du, du hast nicht diesen Ego-Shooter, sondern du hast so der World of Warcraft-Typ da hinten, der den Charakter vor dir laufen sieht, wenn man so ein bisschen aus dieser Situation rausguckt und so sagt, guck mal, irgendwas liegt mir hier besonders gut und besonders schlecht.
Eventuell gibt es da auch eine Stärke oder eine Regel, die man daraus ableiten kann. Und dann kann man halt wirklich so sein eigenes Skillset so ein bisschen formen und darauf anpassen. Und idealerweise kann man aus Referenzerfahrung in Kunden oder in geschäftlicher Arbeit halt auch eine Zahl drunter setzen. Das hat gut geklappt, das hat schlecht geklappt. Und hat mir das Spaß gemacht oder hat mir das nur Spaß gemacht, weil es geklappt hat? So, das heißt, mal wirklich eruieren zu gucken, was sind denn jetzt die Erfolge, was fand ich daran cool und woran bemesse ich denn, dass ich es cool fand? So, das heißt, eine sehr starke Introspektive in dem, was man macht, zu bewahren. Ich habe es immer automatisch gemacht, weil ich halt auch eher introvertiert bin. Aber wer nicht so introvertiert veranlagt ist, sollte sich da, denke ich mal, ein bisschen mehr dran erinnern, auch mal ein bisschen sich selbst reinzuhorchen und zu gucken, was liegt mir denn mehr, was liegt mir weniger. Und du hast vorhin schon so ein paar Fehler, wichtige Fehler in deinem Leben auch angedeutet, gerade als Unternehmer jetzt. Was waren so die größten Fuck-ups, aus denen du gelernt hast? Boah, also die größten Fuck-ups waren eigentlich immer auf Geschäftspartner zurückzuführen, mit denen ich mich, glaube ich, nicht hätte verbrüdern sollen. So, also man ist ja irgendwie immer, gerade in den frühen Phasen, so immer total, man ist ja irgendwie so ein bisschen auf einem Solo-Quest, man möchte so ein bisschen was alleine reißen und so. Und man hat in seinem Umfeld wenig Leute, die so denselben Weg gehen. Und dann findet man irgendwie jemanden, der auf demselben Weg ist und man kann direkt irgendwie mit dem connecten, so hat man das Gefühl. Und dann werden immer richtig überambitioniert irgendwelche Partnerschaften oder Deals eingegangen, die irgendwie gar nicht wirklich vorher auf den Prüfstand gestellt werden. Und eigentlich sind so die unangenehmsten Sachen daraus entstanden, dass man übermotiviert sich irgendwie mit jemandem gut verstanden hat, dann was gestartet hat und dann irgendwann die Honeymoon-Phase vorbei war, wie in einer Beziehung, und dann erstmal realisiert hat, boah, das ist ja doch gar nicht so rosig hier. Und also das war auf jeden Fall, aber würde ich als meinen Fehler erzählen, weil ich zu überambitioniert dann war. So, das auf jeden Fall. Und dann Nummer zwei eigentlich, ja, so diese direkte Belohnung im Prinzip zu doll in den Vordergrund zu rücken. Also, wenn man jetzt irgendwie einen Erfolg und sowas hat, einfach wenn man auch nicht von viel Geld kommt oder so, neigen viele Leute dazu, mich eingeschlossen, dann erstmal sich selbst zu beweisen, dass man den Erfolg wirklich hatte und dann wird halt irgendwie irgendwas richtig Geiles gekauft, das Geld ausgegeben oder man denkt, man ist auf einmal ein Investor und muss hier irgendwie in Krypto oder großen Aktien stecken, weil Cash Trash ist, Lord Ray Dalio oder so, dann fühlt man sich direkt richtig überlegen, so weißt du? Und das. Oh, da musste ich auch ein bisschen mit kämpfen, muss ich sagen. So dieses, jetzt habe ich hier irgendwas gerissen, jetzt bin ich schlauer als der Rest, jetzt hau ich mal irgendwo richtig rein hier. So, das heißt, da musste ich auch oft genug auf die Fresse fallen, um zu checken, okay, mal ein bisschen Fuß vom Gas nehmen, ein bisschen langfristiger denken und auch mal vielleicht, wenn irgendwas geil gelaufen ist, einfach mal kurz die Pause-Taste drücken und vielleicht in einem Jahr einen schönen Urlaub machen oder so. Aber muss jetzt nicht direkt das nächste Auto her. So, das gerade tatsächlich auch vor. Ja, okay. Und der erste Punkt, spannend. Wie prüfst du inzwischen zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, wir wollen jetzt was zusammen machen, prüfst du jetzt so eine Beziehung vorher, dass nicht das böse Erwachen nach der ersten Nacht kommt? Ich glaube, ganz davor sicher bist du nie. Ich glaube, es hilft, wenn man in seiner Area of Expertise bleibt. Also wirkliche Businesspartnerschaften mit Leuten außerhalb meiner Branche gehe ich aktuell nicht ein. So, also ich würde jetzt nie in ein Restaurant oder so investieren. So, dafür verstehe ich das Business nicht genug. Ich verstehe nicht, ob der Typ das gut oder schlecht macht. So, da hüte ich mich schon komplett vor. Weil ich einfach weiß, okay, da habe ich keine Branchenexpertise. Wenn wir jetzt im E-Com-Sektor sind, also wir starten mit keiner Brand in einer Direktbeteiligung, weil ich halt erstmal das normale Arbeiten mit der Brand erfahren möchte. So, das heißt, für eine gewisse Phase sind wir tatsächlich so ein bisschen in einer Dienstleistung transaktionellen Beziehung, die auch dann sinnvoll vergütet ist, wo auch klare Leistungen definiert sind und so, wo wir halt erstmal checken müssen, können wir denn durch einen Vertrag vereinbart quasi auch das abdecken, was wir hier versprechen. Und wenn man das mal 2, 3, 4 Monate macht und dann auch so das Daily Business mit den Foundern miterlebt, dann merkt man schon sehr stark, wie die Person tickt und wie man harmoniert dabei. Und 2, 3 Wochen ist immer alles cool, aber so 2, 3 Monate kannst du auf jeden Fall eine Fassade gar nicht so lange aufrechterhalten. So, das heißt, das ist auf jeden Fall wie so eine Due Diligence, die immer abläuft, bevor wirklich intensivere Sachen da gemacht werden. Und darüber hinaus schadet es auch echt nicht, so ein bisschen so einen sozialen Referenzcheck zu machen, finde ich. Dadurch, dass ich ja super stark nur in diesem E-Com-Sektor bin, kennt man auch viele Leute, die andere Leute kennen. Und habe auch schon mal das ein oder andere böse Erwachen dadurch ersparen können, mal mit anderen Leuten zu sprechen, ob die irgendwie Referenzstories oder so über die Leute haben. Einfach, weil man war ja nicht überall dabei.
Und dann von Leuten, denen man vertraut, auch mal irgendwie ein paar Sachen zu hören, ist auch nicht verkehrt. Also man sollte da auf jeden Fall, finde ich, mal so gucken, okay, wer weiß denn was dazu, mit wem kann man auch nochmal drüber sprechen. So komplett alleinige Silo-Entscheidung, da ist man halt dann nicht dagegen geschützt, eine eigene Fehlentscheidung zu treffen, ne? Und dein zweiter Punkt, also das sich selbst belohnen, da hat offensichtlich zu stark manchmal belohnt. Sind Belohnungen nicht auch irgendwie wichtig? Voll, hundertprozentig. Aber sollte halt irgendwie, es muss halt einem direkt erfolgen. Das ist halt das Ding. So, weil ich ja irgendwie immer habe ich immer bei mir so das gehabt, wenn es regnet, dann schüttet es. Also entweder richtig gut, dann kommen ganz viele Sachen auf einmal, die richtig gut sind. Oder wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, dann kommt alles auf einmal. So, also nicht alles. Scheißtag, geilster Kunde abgesprungen, dicke Steuernachzahlung und dir fährt jemand das Auto rein. So, alles an einem Tag. So. Das, also wenn es, oder innerhalb von wenigen Tagen. So, das ist bei mir die Erfahrung gewesen. So, das heißt, wenn man das im Hinterkopf behält, hilft mir das sehr stark, nicht direkt, wenn es gut läuft, zu überreagieren, sondern das alles wie eine Ebbe und Flut zu sehen. Und Belohnung, klar, man sollte auf jeden Fall, ich bin der Meinung, wenn man Geld macht, sollte man ein Hobby haben, was Geld kostet, damit man mit dem Geld auch auf jeden Fall was machen kann. So, das denke ich schon, dass man sonst auf jeden Fall sonst durchdreht. Aber halt, es muss halt nicht direkt sein. Und wenn man halt einfach aus dem Haus kommt, wo man einfach, wo es immer nur Normalverdiener waren und dann hat man unternehmerischen Erfolg, kann man sich auf jeden Fall ein bisschen umtrainieren und dann einfach ein bisschen Zeitverzögerung dran zu setzen, ne? Und ich hatte mal einen anderen Ersatz als Vertriebsleiter. Ich hätte am liebsten immer meinen Mitarbeitern das Geld auf den Tisch geknallt, sobald der drin ist, damit in ihrem Gehirn sich sozusagen eine Verknüpfung erstellt zwischen das war jetzt ein Erfolg und das bringt es dir. Wenn es nämlich so ist, so war meine Theorie jedenfalls, ja, wenn es jetzt so ist, du machst einen Vertrag und die Provision wird dann ausgeschüttet, wenn der Vertragsbeginn ist, nee, die wird dann ausgeschüttet, wenn es erstmalig fakturiert wurde, nee, auch nicht, sondern wenn die ersten 6 Monate fakturiert wurden, ja, da kann man ja die unterschiedlichsten Modelle machen. Und wenn du das zum Beispiel so machst, dass dann nach 6 Monaten irgendwann die Provision eindudelt für den Vertrag, den du mal vor 6 Monaten gemacht hast, dann war meine These, dann verknüpft sich einfach nicht in dem Gehirn desjenigen, hier Leistung macht sich bezahlt, sondern das Erlebnis ist schon viel zu weit weg, ja. Und so dass ich eher sozusagen glaube, verknüpfe die Belohnung so relativ zeitnah mit deinem Erfolg. Aber das siehst du anders, ja. Ich glaube, das muss so eine Relation sein, ne? Also ich verstehe das voll, was du sagst, gerade auch bei dopamingetriebenen Tätigkeiten, so wie jetzt beim Vertrieb oder so. Also das verstehe ich total, dass das da erfolgt. Und ist bei uns ja in Sales auch so. Also ich halte gar nichts davon, irgendwelche Quarterly Payouts oder sowas zu machen, sondern sobald, so schnell wie wir es machen können, sollten wir auf jeden Fall Provision ausschütten. Das machen wir auch. Es geht mir da eher so um meinen eigenen Schutz, weil so rein objektiv, ey, es gibt nichts, was ich haben muss jetzt. Also was ich wirklich so muss. So, das heißt, es ist alles dann eher so ein Konstrukt aus Langeweile und weil man sich zu doll mit dem Thema beschäftigt. Und da ist, ich habe auch Befriedigung daran, wenn wir jetzt irgendwie einen richtig geilen Kunden reinbekommen haben, dass man einfach sagt, ey, wir gehen heute Abend, weiß nicht, gehen wir essen und dann lasse ich mein Handy dabei aus. So, dann genieße ich einfach das. So, dass wir dann essen gehen, das muss jetzt nicht immer in großer materieller Form sein. Aber irgendwas auf jeden Fall. Oder selbst wenn es nur der Dopamin-Spike ist, in den Team-Channel in Slack zu posten, hey, wir haben jetzt Kunde XY gewonnen. Und alle drücken auf das Flamme-Emoji. So, das finde ich auch genau dasselbe. So, das ist ja nie in Wert bemessen. Ja, und da hast du dieses sich selbst schützen oder ich beschäftige mich zu viel damit. Also ich bin ja zum Beispiel auch so ein Uhren-nah oder auch Auto-nah, ja, so würde ich das schon bezeichnen. Und bei mir ist es auch immer so, ne, wenn ich diese, dann kaufe ich mir irgendwie so diese eine Uhr und nach 3 Monaten ist es dann auch schon wieder langweilig, dann beschäftige ich mich mit anderen Uhren, ja. Dann will ich die haben. Aber am Ende des Tages ist mir schon rational bewusst, aus diesem Spiel kommst du niemals raus, wenn du es nicht irgendwann mal unterbrichst, ne? Weil
Es gibt dann immer die noch größere Etappe oder was auch immer bei Uhren, dann die noch schönere Uhr oder die ist dann wahrscheinlich nicht mal mehr schöner irgendwann, sondern kostet einfach nur mehr. Da gibt es ja auch so gefühlt Ja. Uhrenmarken, ja, wo ich sage, das hat ja irgendwann nichts mehr mit Ästhetik zu tun, aber das ist vielleicht auch Geschmackssache. Oder bei Booten, dass sich dann irgendwelche, da gibt es ja auch Geschichten, dass dann irgendwer fast eine Depression bekommt, weil es jetzt auf einmal diese Yacht noch mal 10 Meter länger gibt, ja. Ja. Geht das dann in die Richtung, was du meinst, mit Selbstschutz? Ja, klar, es sind fast ohne Boden, wie du sagtest. Und ich bin zum Beispiel großer Porsche-Fan. So. Und die haben ja wirklich endlos viele Abstufungen. So, das heißt, wenn du beim normalen 911er einsteigst und mal wieder ein bisschen hochgehst, da gibt es extrem viel Flughöhe, auf die du gehen kannst. Ach, es muss halt nicht sein, ne? Also nur weil es geht, muss es ja nicht. Und bei dir, hast du ja schon erzählt, bist jetzt auch nicht mit einem goldenen Löffel geboren. Welche Rolle spielt Geld für dich? Also da ich ein total überparanoider Mensch bin, war das für mich total wichtig, das erstmal als Absicherung zu haben, muss ich sagen. Also, weiß nicht, ich bewundere total die Leute, die irgendwie so ein bisschen so dieses American Dream Feeling haben. So, man könnte mir alles wegnehmen, ich würde mit einem Grinsen nochmal von vorne starten, so dieses Feeling. Weiß nicht, habe ich nicht. Also, mir war es echt super wichtig, direkt erstmal alles abzusichern. Wirklich kurz, mittel, langfristig. Vielleicht es geht für meine Partnerin und so und auch meinen Eltern zurückzugeben und so. Also mein Bruder irgendwie eine Stütze zu sein. Das sind alles so, nicht weil die es brauchen, sondern weil es geht. Und das finde ich super schön. Das freut mich auch 100 Mal mehr, als mir selbst was zu kaufen, muss ich sagen. So, also wirklich erstmal so ein richtig dickes, doppelt, dreifaches Sicherheitsnetz aufzubauen, hat mir im Alltag erstmal super viel Stress genommen. So, also total. Das war ganz, ganz, ganz groß. Deswegen könnte ich auch, glaube ich, nicht angestellt sein, weil dann dieses Damoklesschwert einer potenziellen Kündigung über mich schweben würde. Das würde ich gar nicht wollen. Ja, und was ist dein Warum, Unternehmer zu sein, dieser Punkt, oder gibt es noch weitere, oder ist ein anderer Punkt viel wichtiger noch? Nö, das ist ein großer Punkt. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Dass man wirklich selbst formen kann, was man macht. Und siehst du auch Nachteile im Unternehmertum? Du hast da wirklich nie wirklich Feierabend. Also zumindest, ich weiß nicht, ich fühle mich nie, als könnte ich richtig Feierabend haben. Das ist, glaube ich, was du immer haben wirst. Ist dasselbe, wie wenn du richtig viel Gas gibst im Gym. So, das ist der Tag, an dem du dich immer schmal fühlst. So, das ist dann, glaube ich, genau dasselbe. Aber auf jeden Fall überwiegen für mich ganz, ganz groß die Vorteile. Ja, und das ist ja auch was ich enorm stark merke. Ich bin ja erst vor einem Jahr meinen Job gekündigt und bin ganz ins Unternehmertum gegangen. Und ich merke schon eins, dass mir, ich habe schon als Angestellter, muss ich sagen, sehr unternehmerisch, ich war Vertriebsleiter, sehr unternehmerisch immer gedacht. Ja, ich Ich wollte glaube. sagen, das ist eine sehr stark intrapreneurial Stelle, die du hattest. Ja, und ich war auch schon ganz früh mit Anfang 20 Unternehmer und so. Ich hatte das immer sehr in mir, ja. Und ich habe mich auch als Angestellter halt auch so gesehen, ne? Ich verkaufe einfach nur meine Arbeitsleistung jetzt hier. In dem Fall an meinen Chef, aber wir waren auch immer so gefühlt auf Augenhöhe und so. Deswegen habe ich mich nie so wirklich wie so einen klassischen Angestellten gesehen. Aber jetzt, wo ich ganz meine eigenen Babys nur habe, merke ich, dass ich, wie du es auch beschreibst, so ja, 24/7 extrem gesagt drüber nachdenke. Und ich glaube, das macht auch schon meinen Erfolg so ein Stück weit aus, ja, dass ich da mit so einer harten Passion auch dran bin. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ich muss schon auch bessere Prozesse schaffen in meinem Leben, damit ich nicht irgendwann an diesem Punkt bin, wo ich sage, okay, du hast andere Dinge schon aber auch krass vernachlässigt, weil du immer in Gedanken an dein Baby sozusagen warst. Es gibt aber auch noch andere Babys im Leben, ja, zum Beispiel mein tatsächliches Baby, mein Kind, ja. Meine Frau, meine Hobbys und so weiter. Ne? Gibt es ja noch andere Säulen im Leben als jetzt die eigenen Unternehmen. Wie stellst du das so ein Stück weit sicher? Gibt es da irgendeinen Tipp, den du geben kannst? Ich glaube, das kannst du nicht konstant meistern. Da musst du jeden Tag meistern und dich schon selbst dran erinnern. Ne? Also, weißt du, ich habe auch noch keine Königsformel.
keine Kinder. Also das muss dann nicht vereinbart werden. Aber ich Ja. denke, sich selbst eine Struktur in den Tag zu setzen, um dann auch bewusst mal Feierabend zu haben, hilft auf jeden Fall. Weil irgendwie, wenn man eine Partnerin hat, respektive einen Partner oder sowas, will man ja eigentlich auch nicht, dass der den ganzen Tag gar nichts von einem hat. Und man dann irgendwie am Ende des Tages 30 Minuten vom Fernseher zusammenhockt. So, also das ist auf jeden Fall nicht meine Vorstellung mit einer Partnerin, was man da irgendwie nach Feierabend machen möchte. So, sondern will ja, man ist mit der Person zusammen, weil man ja auch irgendwie gemeinsame Interessen hat, man sich gut unterhalten kann, weil halt es auf anderen Seiten passt. Und das darf man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren, finde ich. Also mir hat das immer super geholfen. Also wir sind schon echt lange zusammen. Und auch bevor es unternehmerisch bei mir abging. So, und das ist dann sehr schön gewesen, dass der ganze Weg zusammen mitgemacht wurde und dementsprechend auch alle Meilensteine gemeinsam erreicht worden sind. Und das hilft auch sehr auf einer gemeinsamen Mission, das irgendwie zusammenzuschnüren, finde ich. Wie sieht so ein klassischer Tagesablauf bei dir aus? Recht langweilig eigentlich. Also morgens gehe ich meistens ins Gym, so von 8 bis 9 Uhr noch was, paar zerquetschte, fahre nach Hause, duschen und dann, soll ich sagen, geht es ein bisschen Deep Work, so offene Nachrichten, machst du irgendwie zwischendurch so ein bisschen, da ist, glaube ich, keiner vor geschützt, dass man dann irgendwie da mal ein bisschen antwortet. Ich sehe eigentlich immer zu, dass ich 3 bis 4 Stunden am Tag wirklich an der wichtigsten Aufgabe des Tages arbeiten kann. So, die definiere ich mir auch meistens am Vortag schon, dass ich jetzt nicht irgendwie mitten im Tag bin und mir dann erst überlege, was muss ich heute machen. So, das finde ich zum Beispiel ganz cool. Und dann, wenn ich da einen Haken dran setzen kann, dann ist für den Tag schon mal so ein 80-20-Prinzip so abgehakt, sodass selbst wenn danach nichts mehr so wirklich geht und man nur an Calls hängt und das irgendwelche komischen Meetings oder sowas sind, ist zumindest die Nadel bewegt worden, weißt du? Und das heißt, so ab Mittag dann geht dann so die Phase los, wo ich mal irgendwie Calls mache, mit Teammembern spricht, mit Partnern spricht, mit anderen Unternehmen spricht, mit denen man arbeitet oder dann halt irgendwie Kundengespräche macht, neue Marketingmaterialien aufnimmt oder sowas, sodass also die nicht konzentrierte Arbeit, wenn man es so nennen mag. Und dann ist, wenn ich es mir aussuchen kann, manchmal klappt es ja nicht so ganz, will ich eigentlich so um 17 Uhr Feierabend machen. So. Also tatsächlich 9 to 5 im klassischen Sinne. Um 17 Uhr Feierabend machen, dann, keine Ahnung, wir essen eigentlich immer recht früh abends, so Rentnerzeit, so 18 Uhr oder so, dann kann man ein bisschen länger verdauen vorm Essen, vorm Schlafen. Und dann ist halt wirklich Feierabend, Feierabend. Ne? Das finde ich ganz cool, das so zu handhaben. Ah ja, spannend. Und der Podcast heißt ja hier, Erfolg ist kein Zufall. Erste Frage vielleicht mal. Wie definierst du heute Erfolg für dich und hat sich diese Definition in den letzten Jahren bei dir verändert? Das ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also Erfolg heutzutage, finde ich, ist es halt, wenn du irgendwie ein ambitioniertes Ziel hast und dann Reverse Engineering betreibst, bis du es erreichst. Also wirklich dieses typische Checkpoint-Denken, finde ich. Also das, so würde ich jetzt Erfolg betiteln. Aber genauso, wenn du wirklich gesagt hast, ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich Familie priorisieren möchte, wo ich, keine Ahnung, Hausbau priorisieren möchte, wo ich einen neuen Lebensabschnitt machen möchte und du das erreichst, ist das ja genauso Erfolg. Das ist nicht so auf, nicht nur auf Unternehmer bezogen. Früher hätte ich wirklich gesagt, Erfolg ist dann, wenn du Geld verdienst. So, das war Erfolg für mich, weil das ist so das interne Scoreboard, was an die Erfolgsmessung geknüpft war und so hätte ich das tatsächlich da so betrachtet. Und davor, bevor es wirklich um Geld ging, wäre es eher so gewesen, Erfolg ist, wenn du was machst, was dir Spaß macht. Irgendwie geht es full circle von dann wieder zurück, so ein bisschen. Und was hat dazu geführt, dass diese Definition Erfolg ist nicht gleich Geld verändert worden ist bei dir? Also ich finde, das sagen zu können, muss man sich erstmal erarbeiten. Also wenn jemand so gar kein Kapital hat und das dann sagt, finde ich das ein bisschen scheinheilig. So, weil woher willst du es wissen? So, das ist irgendwie eine Vermutung, so, die man dann aufstellt. So, aber du merkst halt, wenn jetzt der operative Cashflow oder sowas jetzt nicht mehr das Problem ist, so, ich meine, alles über, was würdest du schätzen? 10.000 Euro im Monat, was reinkommt, so, mehr kannst du gar nicht ausgeben. So, also ich wohne hier in einer recht kleinen Stadt hier in Norddeutschland. Ich wüsste gar nicht, wie ich mehr als 10.000 Euro im Monat ausgeben sollte, egal was ich, wie ich mich anstrengen würde. So, alles darüber ist ja purer Überschuss. So, das heißt, das zu haben, bedeutet ja im Endeffekt, diesen Überschuss, diese Überschusssituation zu haben, dass es ja scheinbar noch mehr gibt.
weil man ja nur ein grundbedürfnis abdecken kann. So, das heißt, es gibt kein unbegrenztes Geld steigt dir Glück komplett nach oben. Aber ich denke, wenn du halt wirklich so die normalen Probleme damit lösen kannst, bist du halt, bleibst du über mit dem Problem, das Geld nicht lösen kann. Und wenn du dann checkst, gibt es das auch, dann kommt die Realisierung ganz schnell. So, also erstmal musst du, finde ich, musst du erstmal die Probleme, die man mit Geld lösen kann. Super, wenn man die dann auch löst. Und danach merkt man dann ja eigentlich, okay, irgendwie gibt es noch mehr Probleme, die man nicht lösen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo viele Leute depressiv werden, weil sie gedacht haben, Mensch, also mit Betrag X auf dem Konto fühle ich mich nicht mehr wie ein Stück Scheiße. So, aber dann ist der Betrag X dort und man fühlt sich immer noch wie ein Stück Scheiße. Nur mit mehr Geld auf dem Konto. So, und das muss da, glaube ich, auch ein paar eigene Themen angehen. Ja, und der Titel des Erfolg ist kein Zufall. War dein Erfolg Zufall? Ich denke, es ist das Kapitalisieren von guten Situationen gewesen. So, also an gewissen Punkten hat auf jeden Fall Zufall dazu beigetragen, dass Sachen sehr gut geklappt haben. Hundertprozentig. Als ich mit SEO und Blogs gestartet habe, war das ein heißes Thema. Als Paid Social losging, habe ich das recht früh in den USA gesehen und konnte das recht früh nach Deutschland holen, so für meine Zwecke. Als Corona losging, wirklich hart in E-Commerce zu gehen, hat sich auch als richtig gut bewahrheitet. Kannst du vorher nicht wissen. So, es hätte genauso gut auch massiv floppen können. Aber, ne, also irgendwo ist es dann doch binär. So, entweder ist es gut oder schlecht. Aber ich denke halt, komplett dem System Zufall zu überlassen, geht nicht. Weil dann wird es random Leute geben, die auf einmal aufwachen und voll erfolgreich sind. Das passiert jetzt ja nicht so oft. Aber ich glaube eher so, die Situation, mit der man konfrontiert wird, konstant zu meistern, ist halt das, wie man den Zufall und das Glück umgehen kann. Und man dann wirklich gucken kann, okay, Problem wird es immer geben. Die Frage ist halt einfach nur, wie geht man damit um, ne? Und dann sollte man einfach Glück haben, dass man die Probleme oft genug Probleme bekommt, die man meistern kann, damit dann auch mal eins davon klappt. So, weil von 10 Sachen, die ich gestartet habe, haben ja nicht alle geklappt. So, aber ich habe genug weitere gestartet, bis es geklappt hat. So, das heißt, irgendwie kannst du das, den Glück und den Zufall auch so ein bisschen in deinen eigenen Zwecken zinken. Du hast gerade schon so das Thema Probleme angesprochen. Ich habe mal das Zitat gelesen: Wenn Gott dir ein Geschenk machen will, verpackt er es in ein Problem. Hast du dieses Mindset? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr passend. Also, ich bin nicht überrascht, wenn es Probleme gibt. So, die erwarte ich. Die kommen hundertprozentig. So, das Level am Problem ändert sich nur mit dem Level, auf dem du bist. So, wenn du gar keine Probleme haben möchtest, also selbst komplett nichts zu machen, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, bringt Probleme mit sich. Ne? Weißt du, wenn es gibt ja auch einschlägige Dokus in irgendwie fernen Bildungsschichten, wo man auch mal eigene Probleme bei denen beobachtet. Also, ne? Also ich glaube, komplett ohne Probleme kannst du nicht leben. Und Herausforderungen sind immer in großen Problemen verpackt und die größten Wachstumssprünge habe ich immer gemacht. Das klingt jetzt total wie aus dem Glückskeks abgelesen, aber die größten Wachstumssprünge kamen immer, nachdem wirklich großer Struggle davor war. Dann hat man immer eine Chance, Level up zu machen, finde ich. Und hast du einen Tipp an die Zuhörer, wie es gelingen kann, erfolgreicher im Leben zu sein? Boah, wenn es einen Tipp geben würde, würde ich den als Kurs verpacken und, und über Digistore verkaufen. Ach Quatsch. Ich glaube, man muss einfach mal ein bisschen mutiger sein. Man wird irgendwie so krass in konservatives Denken und in Risikovermeidung erzogen, finde ich. Und wem soll man es auch verübeln? Ich meine, die Generation unserer Eltern ist die erste Generation gewesen, denen es rundum gut ging. So, davor war ja wirklich Struggle. So, die Generation unserer Großeltern, die hat richtig Leid miterlebt. Die Generation unserer Eltern war die erste, die richtig gutes Leben gehabt hat und die auch die Anfänge noch erlebt haben, wie es schwer war und es dann richtig gut geworden ist. So, das heißt, dass die einem dann natürlich sagen, mach was Sicheres, sei dankbar, dass du denselben Job hast, arbeite 30 Jahre bei derselben Firma. Es kommt hier irgendwo her. So, das heißt, das kannst du ja gar nicht als falsch abstempeln. Aber ich denke halt, dass die Glaubenssätze uns selbst nicht mehr in den heutigen Zeiten so viel nützen. Und man hat ja an irgendwelchen Unternehmenspleiten, Massenentlassungen und sowas gesehen, dass die Jobs, die mir damals mit 18 erzählt worden sind, das sind sichere Jobs oder so, die fallen teilweise auch wie die Fliegen. Ne? Also, als ich so 18 war, dachte ich das auch. Lehre bei der Bank, Bankkaufmann, sag mal, das ist ja der sicherste Job, den du haben kannst. So, was passiert dann? Deutsche Bank, wie viele Tausende von Leuten wurden entlassen ohne Grund? So, das ist heftig. Also definitiv mutiger sein,
Und dann halt auch nicht direkt mit beiden Beinen ins kalte Wasser springen dabei, ne? Also man lässt sich ja auch so voll von diesen Failure-Statistiken und sowas beeinflussen, wo man irgendwie liest, 9 von 10 Startups gehen pleite. Ja, 9 von 10 Startups hätten wahrscheinlich auch nicht gegründet werden sollen, wenn man es ordentlich getestet hätte. So, also da haben die Leute dann direkt einen Kredit aufgenommen, ihren Job gekündigt, sich ein dickes Office gekauft und dann, weiß nicht, dann sollte das Ding irgendwie laufen. So, dass das natürlich schwierig ist, kann ich mir vorstellen. Aber halt von seiner Situation, in der man ist, zu gucken, gibt es irgendwie eine Öffnung, wo man dann erstmal was abtesten kann, um dann eventuell, wenn das wirklich gut läuft, den Ast, auf dem man sitzt, eventuell langsam zu verlassen oder abzusägen. So, das heißt, da vielleicht ein bisschen planmäßiger zu denken, ist, glaube ich, eine coole Kombination. Mutiger sein, aber halt auch nicht wirkliche, wie soll man sagen, Hail Mary heißt es ja beim Football, glaube ich. Wenn du komplett ohne irgendwelche Rücksicht den Ball nach vorne ballerst, in der Hoffnung, dass irgendjemand ihn fängt, so, das musst du ja nicht zwangsläufig machen. Ja, spannend. Und sag mal, jetzt machst du ja viel im Marketing für Unternehmen auch. Wird vielleicht der ein oder andere zuhören. Du hast ja vorhin auch ein Beispiel gehabt. Ich glaube, eure Hero-Geschichte hier von dem Unternehmen, die haben ja auch mal angefangen mit irgendwie, weiß ich, 10, 20.000 Euro Umsatz im Monat. Da wirst du ja nicht das mega fette Marketing-Budget zur Verfügung haben, um dann auf 10 Kanälen unendlich viele Tests zu machen. Was ist deiner Meinung nach ja der beste Kanal, mit dem ich starten soll? Sind das Meta-Ads oder was ist das? Ist halt super krass abhängig von der Art des Produktes, ne? Ich würde gucken, was macht die Konkurrenz? Wir gucken, wo sind die Big Player, wo geben die am meisten aus, was ist so der Status quo des Marktes? Und dann kann man sich halt fragen, kann ich eine bestimmte Sache besser oder ist mein Produkt in gewissen Sachen besser als der Platz hier, der jetzt irgendwie da arbeitet? Dann bietet sich das vielleicht an, als Alternative in den Markt zu gehen, dort, wo der Gewinner schon ist. Oder aber gibt es so einen Kanal, der irgendwie stark undervalued ist bisher und noch nicht so wirklich bespielt wird. Bei der Fahrrad-Gepäckträgertasche war das zum Beispiel auf Facebook ein großer Fall, weil die Konkurrenz allerhöchstens auf Google unterwegs war. Aber Facebook ist ja faktisch ein Leader-Channel. Und faktisch konnten wir auch Ads. So, und dass die Zielgruppe Leute 30 plus auf Facebook waren zu der Zeit und auf Instagram, ist auch jetzt nicht unwahrscheinlich. So, das heißt, das war auf jeden Fall ein gut kalkulierter Versuch dort. Und ich würde jetzt nicht nur, weil irgendwie ein Channel von anderen Leuten nicht benutzt wird, da zwangsläufig draufgehen, weil vielleicht hat es auch einen Grund, dass der nicht benutzt wird. So, das heißt, ich würde mich an der Konkurrenz orientieren und dann echt erstmal so in der ersten Phase gucken, kann ich das, was die machen, doppelt so gut machen, in der Hälfte der Zeit oder der Hälfte des Risikos? So, wenn man das kann, dann hat man auf jeden Fall erstmal eine gewisse Daseinsberechtigung, mit der man sich nach oben arbeiten kann. Und gibt es da Tools, womit ich sehen kann, wo macht mein Konkurrent mit wie viel Ads irgendwie Werbung? Ja, also du kannst auf jeden, es gibt diverse Spy-Tools für alle Plattformen. So, hilft aber auch einfach mal zum potenziellen Kunden zu werden. Also mal die Seite anzugucken. Wenn man in der Branche arbeiten möchte, sollte man die Konkurrenz ja eh kennen. Und dann nochmal wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen zu gucken, wie werde ich hier überhaupt angeworben? Sodass man auch mal wirklich zum potenziellen Interessenten wird, sich auch mal ein bisschen ködern lässt, auch mal ein bisschen den Klicks und so folgt und dann mal guckt, was läuft denn hier überhaupt ab? So, also das finde ich schon sehr spannend, einfach zum aktiven Konsumenten zu werden. Und wenn wir halt eine neue Brand aufnehmen, die jetzt irgendwie in der Branche ist, wo ich irgendwie noch nicht so viel drin gearbeitet habe, dann mache ich das selber erstmal. So, dann bestelle ich da vielleicht auch mal bei der Konkurrenz, gucke, was ist so die Erfahrung dort, dann gehe ich mal selbst in den Funnel bei denen rein, gucke, was ich für Ads ausgespielt bekomme, gehe mit 2 Geräten rein, gehe mal in den Warenkorb, breche mal ab, gucke, was ich dann bekomme. So, also, dass man mal wirklich die ganze Customer Journey abbildet und sich so einen kleinen, wie so ein Spinnennetz aus unterschiedlichen Teilen zusammenpiercen kann, was man da so macht. Also so auf jeden Fall zum Konsumenten werden und mal wirklich gucken, was machen die überhaupt. Und auch jetzt sind 1 bis 2 Stunden von mir jeden Tag darauf bezogen, entweder was in meinem Zwecke Konkurrenz macht, abzuchecken, oder was Konkurrenz der betreuten Brands macht, einfach wirklich breit zu sein und zu wissen, was die machen. Spannend. Sebastian Zalinski, danke, dass du heute mein Gast warst hier im Podcast. Das Gerne. war kein Zufall. War sehr inspirierend, fand ich. Wenn ihr das genauso empfunden habt, dann gebt eine Bewertung bitte ab. Das hilft dir weiter beim Wachstum. Wo kann man mehr über dich erfahren? Ich glaube, du machst auch ganz viel jetzt selbst im Bereich YouTube, aber kannst ja selbst nochmal was zu Ja, sagen. klar. Also einfachste
Kontaktmöglichkeit ist eigentlich auf LinkedIn, da sind wir recht stark. Einfach meinen Namen dort eingeben. Ich glaube, so viele gibt es nicht mit dem Nachnamen. Aber ansonsten, wenn man halt wirklich mal was zu unserer Arbeit sehen möchte, ist YouTube der beste Ort. Da ebenfalls einfach mein Name. Und da teilen wir super viel. Also sowohl Sachen do-it-yourself, Berichte über Kunden, die wir gemacht haben, oder irgendwelche Metathemen, die jetzt aktuell sehr relevant sind. Auch mal ein, zwei Lifestyle-Vlogs oder so, wenn wir auf einem Mastermind-Event eingeladen sind oder so. Also guten Mix gibt es da auf jeden Fall. Bei LinkedIn und YouTube sind eigentlich die Channels, wo man mich ganz gut erreichen kann. Und danach erreichen dich eh Ads von mir. So, das heißt, da muss man mich gar nicht suchen. Ja, alles klar. Dann danke ich dir, mein Lieber, Ja, und danke dir für die Einladung. War cool. bis bald. Ciao, Mach's ciao, ne? gut. Ciao.